Hallo, da bin ich wieder zur nächsten Folge Sparks Challenge. Das ist jetzt die vierte Folge. Das connecte ich gleich mal auf die Welt. Und das letzte Mal habe ich hier Schafe und so gefunden. Eine recht große Weide. Jetzt hole ich mir erstmal ein bisschen Holz. Und dann baue ich mir vielleicht schnell eine Steinaxt. Und dann kann ich die Tiere hier ein bisschen einzäunen. Dann kann ich immer wieder zurückkommen, wenn ich mal irgendwas brauche, beziehungsweise auch für die Aufgaben. So, jetzt erstmal, das könnte es ein bisschen dauern, bis das ganze Holz weg ist. Schwarzeichenholz sieht auch recht schön aus. So, und Sticks. Ich habe sogar noch ein paar Steinchen dabei. Ja, dann, das passt jetzt erstmal. Weil baue ich erstmal ein paar Zäune und zäune dann ein paar Schafe, Schweine und Kühe ein. Pferde waren da, glaube ich, auch. Dann ist es auch gut. Brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Holz, brauche ich dazu. Schaut echt ganz gut aus sogar. Vielleicht baue ich damit sogar ein bisschen mein Haus dann. Weil es beim Villager Dorf, das ist jetzt nur so ein bisschen vorübergehend. Beim Villager Dorf ist natürlich immer gut zu wohnen. So, 34 Holz soll langsam fast genug sein. Ins Wasser rein. Pferde, ja. Kühe, Hühner, alles Mögliche. Baue ich hier noch ein Löffel hin. Einfach mal so ein bisschen um die Tiere rum. Ein Pferd habe ich eingezäunt. Zwei Pferde brauche ich. Zwei von jedem Tier, das reicht. Dieses Gras gibt's ja nicht. So. Das gibt's ja nicht, wie viel ich da daneben baue, auf jeden Fall. Was habe ich hier schon? Zwei Pferde habe ich. Dann auf jeden Fall noch ein Schwein. So, da habe ich das eine Schwein. Gut. Brauche ich das mal ein bisschen weg, nicht dass da irgendwas rein spawnen kann. Oder nicht rein spawnen, sondern reinlaufen. So. Hier ist gleich noch ein Schaf.
zwei Pferde, zwei Schweine, ein paar Kühe. Gut, Fleisch essen. Da ich gleich noch ein Schaf mitgefangen, auch gut. Oder nur ein Schaf insgesamt und dann noch zwei Hühner. Bei den Hühnern ist es ja relativ wurscht, weil da gibt es ja massig von. Oh, es hat gerade. Hat es gerade das Ding gefressen? Gras? Sah danach aus. Es wird auch schon wieder Nacht und ich brauche da immer noch ein bisschen Wolle. Ja. Ich müsste eine Schere jetzt machen, aber ich habe kein Eisen. Ist hier drin irgendwo Eisen? Nein. Schau ich mal. Schafe habe ich denn? Ja, nehme ich gleich mal mit. Zweites. Gut, da ist schnell ein Hühnchen eingefangen. Diese blöden Ding vorgehen. Gibt's ja nicht. Da kann ich die hier auch gleich mitnehmen. Weil wir ein bisschen Fleisch. So, die nehmen wir. Läuft er mir weg? Was? Verstehen. Ja, zwei Wolle habe ich schon. Ich noch eine Wolle irgendwo hinkommen. Weg hier. Eine Wolle noch, dann kann ich schnell schlafen. Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein. Irgendwo ein Schaf. Gibt's sowas? Nirgends ist ein Schaf. Upsala. Creeper und Spinne verfolgen mich auch nicht gerade so. Ja, klar. Kaum Creeper da. Enderman. Meine Güte, was ist denn jetzt los? Irgendwo wird doch wohl ein Schaf sein. Schafe sind ausgestorben. Gibt's sowas nicht mehr in Minecraft oder wie? Mehr Creeper wie Schafe. Finde ich irgendwie nicht so geil. Weiter geht's. Oh, da ist wieder die Spinne.
Essen geht auch rasant runter. Ich sehe es. Und da. Oh, viele Schafe. Und ein Villager-Dorf gleich. Also mehr Glück kann man ja nicht haben. Ein Villager-Zombie an. Halt erstmal schnell dahin und irgendein Haus rein. Nachdem ich meine Wolle hatte, finde ich überall Schafe. Es kann doch nicht wahr sein. Du kannst nicht auf mich schießen. Ah. Blöde Skelette. Boah, nee. Weg hier. Glück gehabt. Puh. Einmal Leben, Hilfe! Jetzt habe ich nicht mal mehr Holz dabei. Hier ist noch Holz. Das brauche ich schnell. Hilfe, 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 ich bin hier nicht drin. Halt ich vom Gerücht. Wo ist denn hier schon Gras? Passt, habe ich meine Workbench. Nummer 3, komplett. Da habe ich dann noch 3. Und da habe ich mein Bett. Schön. So, jetzt erstmal hier schlafen. Huh. Bett nehme ich mit. Ich gehe dann mal raus. So. Auch tot. Was ist das denn? Kopflose Ahnung. Mal kurz Villager-Dorf begutachten. Nichts Besonderes. So. 3 Steine. Ich gebraucht und jetzt. Vielleicht nicht nochmal eine Karotte mit, sondern ein bisschen was zum Essen wenigstens. Und dann muss ich wirklich dran denken. Ich muss wirklich jetzt irgendwo Essen herbekommen. Aber ich habe ja im Dorf habe ich ja noch ein bisschen Getreide dann normalerweise. Das muss ich aber erstmal zurückfinden. Auf jeden Fall hier wäre jetzt unser Spawnort. Hat 32 Karotten, das ist super. So. Die Folge ist auch schon bald wieder um. Wir haben noch knapp 30 Sekunden. Von daher flitze ich jetzt mal schneller hoch auf den Baum. Bleib da stehen und mach da dann Folgenende. Au. Okay, dann wahrscheinlich doch nicht da oben. Gleich jetzt einfach hier stehen. Oder da hoch. Sag mir. Ciao Leute. Bis zur nächsten Folge und Servus.